Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt in meinen letzten Videos vielleicht schon gesehen, dass ich hier in dem Zimmer für meinen Sohn, wo wir am Renovieren sind, die Rigipsdecke neu gemacht habe, das Ganze abgeschliffen habe und mit dem Knauf Rollputz dann auch die Wände verarbeitet habe. Die Videos verlinke ich hier, beziehungsweise ich schreibe sie alle mal unten in die Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir an die letzten Arbeiten. Zum einen, ihr seht schon hinten die Fußleiste hier, die fehlt noch, das heißt, um die Kante zu überdecken von dem Laminatboden. Und das zeige ich euch gleich noch oben an der Decke, bringen wir auch noch Leisten an. Und dazu brauche ich die Sachen, die wir heute hier haben. Und da habe ich auch was sehr, sehr Cooles, was ich euch unbedingt auch zeigen wollte. Ich bin auch etwas unter Zeitdruck, deshalb wird es auch nicht so extrem ausführlich. Aber schon mal vorweg, ich hasse Fußleisten oder Deckenleisten auf Gärung schneiden, weil man immer kleine Spalte sieht, die einfach aufgrund von schiefen Wänden etc. nicht zusammenpassen. Und das ist damit anders. Das hier ist so eine Schneidlage und Schmiege nennt sich das. Ist wirklich perfekt und ich zeige euch auch gleich, wofür man die gebrauchen kann. Das können wir für die Deckenleisten und die Fußleisten nehmen. Und hier seht ihr noch Styroporkleber. Und was ich damit vorhabe, das sehen wir auch noch gleich, weil da habe ich auch was Neues entdeckt, was es mir in dem letzten Raum sehr, sehr viel einfacher gemacht hat. Aber genug geredet, lass uns loslegen. Fangen wir direkt hier in der Ecke an, wo ja das Hochglanzprospekt der Fußleistenverleger und die Realität eben auseinandergehen. Ich habe schon mal gesagt, hier ist ein Gebäude, was ich habe, was ja schon etwas älter ist und auch verschiedene Wände nicht ganz gerade gemauert sind. Hier ein perfektes Beispiel, also das ist ein 90 Grad Winkel und den habe ich hier flach hinten an der Wand angelegt und ihr seht genau, wie weit das hier auseinander geht, das heißt, wie schräg diese Wand ist. Und jetzt versuchen wir mal schön, hier einen Schnitt auf eine Gärung zu machen, so dass eben beide Latten vernünftig vorne wieder zusammengehen. Das kriegt man so nicht ohne weiteres hin. Das heißt, ich muss hier den Winkel messen, muss das an meiner Kappsäge oder sowas einstellen, damit ich eben hier einigermaßen in die Richtung komme. Und ich wette, da muss man selbst noch ab und zu noch nachlegen und ein paar Schnitte machen, bis man die richtige Position gefunden hat, um den Winkel genau zu treffen. Und genau für den Fall gibt es aber eine sehr einfache Lösung, um diesen perfekten Winkel zu messen. Das Ganze habe ich bei einem Kanal gefunden, der nennt sich Gear2Video. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Den Link packe ich mal unten in die Videobeschreibung. Und da konnte man eben dieses Teil hier finden. Das ist eine Schneidlade, also etwas reinlegen und schneiden zu können. Aber auch gleichzeitig eine Schmiege, sprich das schmiegt sich um die passende Ecke, weil hier kann ich die beiden Außenteile bewegen und somit einen Winkel einstellen, den ich gerne schneiden möchte. Ich habe mir das Teil dann sofort gekauft und habe es auch schon mal ausprobiert in einem anderen Raum und war davon extrem begeistert und deshalb packe ich es gerade hier, weil es passt auch nochmal in dieses Video. Wie funktioniert das Ganze? Also hier seht ihr, der Winkel ist absolut schlecht. Das heißt, ich muss schauen, wie kriege ich meine Leiste genau passend geschnitten. Und dann kann ich hier hingehen und lege eben diese beiden Kanten an den Seiten an denen hier die Wand ist und kann es genauso in die Ecke reindrücken. So liegt es fest an. Ich stelle diese Schraube hier fest. Damit befestige ich die Position und jetzt kann ich es wegnehmen. Und jetzt habe ich genau den passenden Winkel eingestellt, den ich brauche, um die Gärung genau für diese Ecke perfekt zu schneiden. Und das Gleiche geht natürlich auch hier an der Außenecke. Das heißt, hier löse ich wieder die Schraube, um das Ganze beweglich zu machen. Lege es hier an der Kante an und hier an der Kante, die beiden, die ich habe, so bis es genau passt. Drehe die Schraube hier wieder fest. Und habe hier genau auch den passenden Winkel, um die Gärung an diese Ecke zu machen. Und dann lege ich einfach hier meine Fußleiste rein, messe mir die Position aus und kann hier zwischen diesen Metallbolzen dann eine Säge einführen und kann passend genau auf Gärung schneiden. Das kann eine Bügelsäge sein, das kann hier so eine Japansäge sein. Das ist natürlich vollkommen frei, wie ihr das machen wollt. Aber soweit schon mal die theoretische Erklärung von dieser Schmiege, in der wir gleich die Fußleiste schneiden werden. Und das Gleiche hier kann man genauso an der Decke machen. Das heißt, ich halte es oben an die Deckenseiten, drehe meine Schraube an und kann dann passend meine Deckenleisten auf Gärung schneiden. Und jetzt will ich euch kurz was zum Material noch sagen, was ich verwende. Für die Fußleisten habe ich hier ganz normale Fußleisten, wie man sie kennt, in der breiten Form in dem Fall, also der hohen Form. Und die werden mit diesen Clipsen, kennt ihr bestimmt, ganz normal befestigt. Das heißt, Clear Clips an die Wand anschrauben auf der Höhe des Bodens und dann wird in diese herausstehenden Plastikführungen werden eben hier die Fußleisten eingeschoben und fertig. Damit sieht man keine Löcher und so weiter. An Nageln oder Schrauben braucht man dort nicht. Das soweit zum Boden. Für die Decke, und das habe ich auch das letzte Mal entdeckt und war am Anfang sehr skeptisch. Und zwar, das sind Styroporleisten. Hier so eine Hohlkehleleiste, die ich eben in die Ecke einfach montieren kann. Und zwar mit dem Styroporkleber, den ihr eben gesehen habt. Das heißt, diese Leisten werden einfach geklebt. Ich war am Anfang, wie gesagt, sehr, sehr skeptisch.
habe es dann probiert in dem einen Raum und es ist super einfach zu verlegen und hält auch direkt beim ersten Ankleben mit diesem Styroporkleber an der Decke fest. Und ja, gibt ein sehr, sehr schönes Bild. Und dadurch, dass man eh nicht an der Decke nicht drankommt in der Regel, passiert dem Ganzen auch nichts und optisch bleibt es genauso gut. Gut, jetzt wisst ihr, was ich nehmen will. Und jetzt gehen wir mal in die Praxis und machen mal die Leisten dran. Los geht's! Hier sieht jetzt die Styroporleiste schon an der Decke und hier werde ich jetzt die Ecke machen und hier unten weitergehen. Das habe ich schon angehalten, das passt also gleich hier mit rein. Hier muss ich jetzt den Winkel messen von hier nach hier, um diese Kante ordentlich zu schneiden. Das heißt, ich lege das hier oben an der Decke an und schaue, dass es hier auch glatt anliegt. Schaue, dass es hier die richtige Position hat, drehe es fest und dann kann ich es schneiden. Ich merke mir jetzt einfach, wie ich es an der Wand gehalten habe und wie die Leiste drankommt. Das heißt, hier käme sie so dran. Ich lege sie dann auch genau so in der Position hier rein. Und dann weiß ich auch, in welche Richtung es schneiden muss. So, und dann können wir es einfach hier in der Position halten. Hier brauche ich schon ein kleines Stück abzuschneiden. Und schon haben wir es ab. Jetzt testen wir nochmal, ob das passt. Super, passt genau in die Ecke. Und hier markiere ich mir noch, wie weit ich bis zur Kante habe, hier unten, damit ich jetzt gleich die untere Kante schneiden kann. Hier muss ich jetzt den Winkel messen von hier nach hier, um diesen Schnitt zu machen. Dazu lege ich es wieder an. Ihr seht, ich komme nicht ganz hin, das heißt, ich kann es aber ein bisschen schräg halten, um die Seiten jeweils flach aufzulegen. Hab die Position, schraube es fest und dann kommt der nächste Schnitt. Auch hier merke ich schon wieder, so war es an der Wand. So muss die Leiste an die Wand und lege ich sie so rein, habe hier meine Markierung und dann schneide ich es genau an der Stelle ab. Dann halte ich es kurz an, ob es passt. Sieht gut aus. Jetzt bringe ich den Styroporkleber an und dann kleben wir unser Stück hier rein. Wenn wir hier noch was haben, können wir das schön noch verteilen. So, wir sind jetzt soweit am Ende und können jetzt schon unsere schwedischen Designermöbel hier einräumen und aufbauen. Ich wollte nur mal kurz drüber gehen und euch zeigen, wie es geworden ist, damit ihr seht, was das hier alles gebracht hat. Das heißt, die ganzen Kanten hier habe ich geschnitten mit der Schneidlade und Schmiege und auch hier so ein paar Sachen. Da muss man ein bisschen ausfugen teilweise. Das mache ich aber dann noch. Und ihr seht, ansonsten hat sich das einfach hier verarbeiten lassen. Hier sieht man noch so ein paar Ecken, wo ich drüber gegangen bin. Und das ist echt alles super geworden, muss ich wirklich sagen. Und mit diesen Styroporteilen da war das auch recht simpel. Das hat gut funktioniert. Es gibt noch ein paar Nacharbeitungen, die man machen muss. Hier sieht man, das muss noch ein bisschen hoch, aber da packe ich nachher mit der dünnen Spitze noch ein bisschen Kleber dahinter und drücke das mit der Stütze dann nach oben gegen, damit es fest werden kann. Aber ansonsten hat es echt gut funktioniert. Ja, länger soll es auch gar nicht sein. Wie gesagt, das Wunderwerk der Technik, ich habe es euch schon kurz gezeigt, diese Schmiege und Schneidlade von Wolfcraft. Ich packe euch den Link unten nochmal rein. Vielen Dank nochmal auch an den Gear2Video-Kanal, den verlinke ich euch auch unten, durch den ich diese Schmiege und Schneidlade überhaupt erst gefunden habe. Okay, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen oder auch Tipps für mich habt, was ich vielleicht in Zukunft noch besser machen kann, dann schreibt es doch unten in die Kommentare.
Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, damit ihr keines der weiteren Videos verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!